Jetzt die Brüche vergleichen. Also größer, gleich oder kleiner. Übrigens, wie man das zu welcher Seite größer macht, das richtet sich nach der Zahl. Gehen wir mal ganz zu Anfang in die erste Klasse und haben gesagt, was ist mehr? Ne? Was ist größer? Welche Zahl ist größer? Zwei oder drei? Wir haben gesagt, okay, die Zahl, die mehr ist, also größer ist, da öffnen wir das Gleichheitszeichen weiter und hier hinten machen wir es spitz. Oder 10, ne? Dann machen wir es hier, so und so weiter. Wenn wir Brüche gleichen und die haben beide den gleichen Namen, also den gleichen Nenner, dann können wir sagen 2 Achtel oder 3 Achtel, ne, 2 ist weniger, also okay. Wenn Sie wieder hier den gleichen Namen haben, dann sagen wir, wovon habe ich mehr? 10, ach ja, habe ich hier mehr, na und so weiter. Das ist nicht das Problem. Gucken Sie mal das an, ein Halb oder ein Drittel. Da sagen die meisten zu Anfang, ein Drittel ist mehr, weil sie die drei hier unten sehen. Vorsicht, ich habe eine ganze Pizza in zwei Teile geteilt. Und da ist die Hälfte mehr als nur ein Drittelteil. Also da muss ich auf den Nenner achten. Ich möchte jetzt das gar nicht als Regel sagen. Aber dann sage ich, okay, hier ist nicht ganz so schlimm geteilt. Also machen wir das so. Warum? Ich habe nur einen Teil davon und hier auch einen Teil davon. Aber ein Teil größeres Stück und ein Teil kleineres Stück. Da kann ich also, wenn die Zähler gleich sind, hier oben die Zahlen, super vergleichen. Das gleiche hier. Ich habe hier ein Zehntel und hier habe ich 7/10. Oh, nanu, Moment mal. Ach, die haben ja den gleichen Namen. Ja, da ist es nicht so schlimm. Dann sage ich, na gut, wenn ich einen Teil nur von solchen Zehntelstücken habe, kein Problem. Aber will ich jedes Mal eine Skizze machen, um das klar zu machen? Da muss man sich all merken, durch was ist es geteilt? Je schlimmer geteilt ist, also hier zum Beispiel durch 3 sogar, dann ist das einfach der kleinere Teil. Was ist, wenn jetzt alles gemischt ist? Jetzt haben wir hier mal eine Aufgabe und ich sage, naja, 2/3, 3/6, was ist denn besser? Jetzt kommt das, was wir vorhin gemacht haben. Also, ach na, geht das denn schnell genug? Ich erinnere ans Brüche kürzen und Brüche erweitern. Das braucht man jetzt. Denn jetzt kann man wunderbar vergleichen, indem man sagt, ich mache die Dinge einfach gleichnamig. Warte mal, das geht doch hier mit dem Kürzen super. Ich könnte hier zum Beispiel ein, warte mal, wenn ich hier kürze, gucken wir uns das mal an, durch 3 ist 1, durch 3 ist 2. Oh nee, jetzt habe ich ja wieder alles unterschiedlich. Lohnt sich nicht. Da macht man es besser so. Das macht, nee, dann erweitere ich hier praktischerweise. Man schreibt einfach dahinter, damit man erweitert. Damit die beiden den gleichen Namen bekommen. Und sagt, okay, 2 mal 2 ist 4. Das kann man wie beim Kürzen verkehrt rum durchstreichen. Ne? Und das sind dann Sechstel. Jetzt habe ich 4 Sechstel und 3 Sechstel und da ist das mehr. Gucken wir uns dieses Beispiel an. Jetzt könnte ich hier entweder 5 Zehntel draus machen. Mal 3, mal 3. Oder ich mache es mal anders. Ich nehme das nochmal weg. Ich kürze hier. Auch das darf man. Man kann also ein bisschen jonglieren. Man kürzt durch 3, dann hat man hier ein Fünftel. Und jetzt sieht man, 2/5 ist mehr als ein Fünftel. Ich gucke mir hier die beiden an. Wenn ich es nicht sofort durchschaue, sage ich, komm, ich kürze mal. Durch 4 ist 1, 4 ist 2. Durch 5 ist 1, durch 5 ist 2. Aha, das war gleich. Ich hoffe, das geht. Also dafür Übungen zu machen, das muss man wohl nicht. Ich habe einen anderen Vorschlag. Deswegen quatsche ich jetzt hier wieder. Wir werden hier in diesem Bereich, hier überall und hier immer auf das I achten. Wenn wir hier noch mehrere Videos anfügen, und zwar geht es dann um Brüche vergleichen, hatten wir hier, Brüche addieren und subtrahieren. Also hier werden links entstehen, dazu auch und natürlich auch links immer hier oben beachten. Dann findet man den entsprechenden Anschluss und kann die nächste Übung machen. Das Addieren und Subtrahieren ist, wenn man das mit diesen Kürzen und Erweitern und also gleichnamig machen, den gleichen Namen hier, der und der Name sind gleich, der Nenner ist gleich. Wenn man das drauf hat, ist Addieren und Subtrahieren auch ganz leicht. Na denn, ich habe einen Vorschlag. Spielt das Video nochmal von Anfang an und macht immer ganz schnell wieder Pause, Pause, Pause. Setzt selber die Zeichen gedanklich ein und dann könnt ihr meine Quatscherei hier immer noch mal hören und vielleicht sogar einen Fehler entdecken. Also, ich wünsche viel Spaß beim Üben. Also noch mal von vorne und dann Pause, Pause, Pause und dann selber ausprobieren, ob man alles richtig gemacht hätte.